Willkommen auf der Motorrad Insel Sardinien. Wir fahren mit euch die SS125, zeigen euch das beste Hotel bei Abertax zum Motorradfahren und genießen mit euch eine wunderschöne Woche auf der besten Motorradinsel, die es gibt. So, unser Sardinien-Abenteuer beginnt jetzt um 2 Uhr am Flughafen in Nürnberg. Ich hole jetzt meinen Spezi ab und dann geht's Richtung Olbia. So, nach über 12 Stunden Fahrt haben wir es dann auch endlich geschafft, Livorno zu erreichen. Livorno ist ein bildschönes kleines Küstenstädtchen, 20 Kilometer südlich von Pisa. Das heißt, wenn man genug Zeit mitbringt, kann man Pisa auch gerne noch erkunden. Wir sind dann ganz entspannt gegen 15 Uhr in Livorno angekommen, haben uns eine Pizza einverleibt und sind dann auf die Fähre gestiegen, um endlich in Olbia anzukommen und Motorrad zu fahren. Die zwei Eulen, die durch die Fenster schauen. Die Fähren von Livorno nach Olbia fahren übrigens die ganze Nacht. Das heißt, man kann dann gleich auf dem Bike in den Tag starten. Steck meinen Kopf raus. Von Olbia aus sind wir dann nochmal 2 Stunden in unser Wahnsinnshotel bei Abertax gefahren, aber dazu gibt es später mehr. Jetzt steigen wir erstmal aufs Motorrad. Nicht so schnell. Wie jeden Morgen haben wir auf unserer Terrasse mit herrlichstem Ausblick gefrühstückt und sind dann gegen 9 Uhr auf unsere Motorräder gestiegen, um Sardinien zu erkunden. An diesem Morgen hatten wir eigentlich geplant, Richtung Süden zu fahren. Allerdings hat es im Süden ein bisschen geregnet, also haben wir beschlossen, nach Norden zu fahren. Und im Norden hat es natürlich noch viel mehr geregnet. Also haben wir uns die ganzen 70 Kilometer von Abertax nach Calagannone durch die Wolken geschleppt und haben eigentlich nur gehofft, dass das Wetter heute vielleicht doch nochmal besser wird. Auf Sardinien muss man sich die Straßen nicht nur mit GS-Fahrern oder Harley-Fahrern teilen. Es kann auch immer mal vorkommen, dass einem eine Schafherde oder sogar eine Rinderherde über den Weg läuft. Deswegen, auch wenn man voll im Flow ist, einfach mal den Blick ein bisschen links und rechts streifen lassen. Es kann immer mal passieren, dass irgendwo Tiere aus dem Busch schauen und dann sollte man schon gefasst sein. Auch das Fahren im Regen ist auf Sardinien ein bisschen anders. Es fühlt sich bewusster an, sicherer, einfacher. Und selbst an schlechten Tagen zeigt Sardinien immer mal wieder, warum es auch der Bikerhimmel auf Erden genannt wird. Zu unserem Glück ist ab der Hälfte der Strecke die Sonne durchgebrochen und der rennstreckenartige sardische Asphalt konnte langsam trocknen. Im entspannten Kurvenswing sind wir vom Passo Gena e Silana Calagannone immer näher gekommen. Aber das war nur ein entspannter Vorgeschmack auf den Nachmittag. An
Anstatt den direkten Weg runter zum Porto, die Galla Ganone, zu nehmen, hat uns unser Guide noch über einen kleinen Schlenker über den Passo Lito geführt. Ein paar Kilometer, die fahrerisch zwar nicht herausstechen, uns aber einen Wahnsinnsausblick über die Küste liefern konnten. Als wir im Hafen von Galla Ganone angekommen sind, haben wir die Hälfte der heutigen Tour bereits geschafft. Wir haben uns dann mit Blick auf unsere Motorräder und den Hafen eine Pizza schmecken lassen. Und während ihr hier zusammen mit dem Seppi und dem Schack darauf wartet, dass es über die SS125 bei perfekten Bedingungen weitergeht, zeige ich euch ganz kurz unser Hotel. Wenn dir das Video bisher gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst und natürlich die Glocke drückst. So wirst du auch jedes Mal informiert, wenn wir ein neues Video rausbringen. Untergekommen sind wir übrigens in dem 4-Sterne-Hotel bei Abertax direkt am Meer. Die ganze Region hat sich in den Frühlings- und in den Herbstmonaten auf Biker spezialisiert. Deswegen haben wir in unserem Hotel auch extra eine Garage für die Bikes inklusive Waschplatz. Da das Hotel direkt am Strand liegt, sind wir nach dem Biken oft noch ins Meer gesprungen oder sind ein paar Bahnen in den Pools geschwommen. Wer also überhaupt mal keine Lust zum Biken hat oder einfach als Sozius mitgekommen ist und mal einen Tag entspannen möchte, hat im Hotel echt gut was zu tun. Wer es nicht den ganzen Tag im Hotel aushält, der kann in Abertax auch was erleben. Das ist ein ganz nettes Städtchen, wo man durchbummeln kann. Und eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Sardiniens, der Rote Felsen von Abertax, ist ca. 15 Gehminuten von unserem Hotel entfernt. Am Abend haben wir dann gemeinsam gegessen und sind übers Buffet hergefallen. Und als wir dann fertig waren, haben wir uns dann meistens noch gemeinsam außen an die Bar gehockt und uns noch ein bisschen unterhalten und eine gute Zeit gehabt. Wenn du jetzt übrigens auch Lust hast, beim nächsten Mal mitzukommen, findest du den Link zu unserem Saisonabschluss Anfang Oktober unten in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich, glaube ich, genug erzählt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Weiterschauen vom Video. Die gesamte Strecke, die du hier siehst, ist übrigens auf der SS125 zwischen Abertax und Galla Ganone aufgenommen worden. Die Strecke führt durchgehend an der Steilklippe entlang, da geht es ca. 500 Meter runter und führt dich entlang von dem Hochplateau parallel zur Küste von Norden nach Süden. Im Normalfall, so auch bei dieser Tour, sind bei uns immer zwei Guides mit dabei. Das heißt, ein Guide mit einer schnelleren Gruppe, die du hier im Video sehen kannst, und ein Guide mit einer etwas entspannteren Gruppe, die sich etwas mehr Zeit nimmt, die Landschaft anzuschauen